Mahlzeit zusammen. Und hier ist wieder Frank von Franks Modellbahn. Trotz des schönen Sommerwetters möchte ich ein bisschen mit meiner Moba weitermachen. Was habe ich vor? Ich habe hier diesen schönen Blechwagen. Jetzt werdet der eine oder, wird der eine oder andere vielleicht sagen, meine Güte, redet er schon wieder Blech. Ja, ich rede wieder vom Blechwagen. Ich erwähne dieses Modell deswegen, weil es ist das Modell erstmal mit der Nummer 4047 von Märklin. Den gab es nicht allzu lange, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und mir ist er damals als Gepäckwagen 4026 verkauft worden. Das haben die mit der Hand überklebt. Ich bin froh, dass ich das nicht moniert habe und dass ich diesen Wagen habe. Und was ich jetzt vorhabe ist, der wird Innenbeleuchtung bekommen und eine Inneneinrichtung. Das zeige ich euch dann, wenn diese Inneneinrichtung da ist. Man kann sie bestellen. Ich habe das getan in der Bucht. Da gibt es einen Hersteller, der sich darauf spezialisiert hat, Inneneinrichtungen für die Blechwagen herzustellen. Und das Schöne ist, die Blechwagen muss man deswegen nicht zerlegen. Die kann man im Prinzip, zeige es hier mal ganz kurz, wenn man das Dach abnimmt, kann man die einzelnen Elemente von oben in den Wagen einführen und hat dann auf ganz bequeme Art und Weise eine Inneneinrichtung platzieren können. Ja, ich möchte es euch einfach deswegen zeigen, weil der Wagen, das hat schon was. Das ist ein besonderes Modell. Das ist ähnlich wie der Kakadu-Speisewagen 4078. Der ist auch nicht allzu lange im Katalog gewesen, damals 70er Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lange der drin war. Wenn es der eine oder andere weiß, kann er mir das gerne in die Kommentare schreiben. Würde ich mich freuen. Ja, und ich finde, der Wagen hat es verdient, ein bisschen aufgewertet zu werden. Nicht nur mit Innenbeleuchtung, sondern eben auch mit entsprechender Inneneinrichtung. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Okay, bevor wir jetzt die Innenbeleuchtung einbauen, was brauchen wir denn alles? Den Wagen selber, das ist klar. Dann haben wir hier den LED-Lichtstreifen. Der wird unter das Dach geklebt. Schwarzes und rotes Kabel. Pufferspeicher. 1000 Mikrofarad, 25 Volt. Vorwiderstand 2,2 Kiloohm. Und hier die, ganz wichtig, die Stromzuführung Märklin 7198. Sowie Isolierband und doppelseitiges Klebeband. So, ich habe schon mal in Vorbereitung die Räder komplett sauber gemacht. Sprich, die alten Haftreifenreste und sowas, was halt im Laufe der Jahrzehnte sich auf den Rädern so angesammelt hat, das habe ich erst einmal komplett entfernt. Gut. So, wir nehmen das Dach ab. Und dann schauen wir uns das Innenleben an. Kannst mir hier aussuchen, wo ich das Kabel nachher durchführe. Und jetzt im ersten Schritt werden wir erst einmal hier noch den Massepunkt anbringen. Das ist bei den Blechwagen ja bekanntermaßen relativ einfach. Ich schleife hier einfach oder mit dem Dremel mache ich hier ein bisschen eine Ecke frei und setze da einen Lötpunkt. Und da löte ich dann im Prinzip die Masse an. Und schon ist der Masseanschluss hergestellt. Gut, das werden wir jetzt als nächstes erstmal angehen und dann geht es gleich weiter. So, dann machen wir mal hier eine Ecke freischleifen. Das gleiche mache ich hier am Steckanschluss für die Stromzuführung. Hier ist normalerweise ein Stecker vorgesehen, aber ich will hier keine Steckverbindung herstellen, sondern ich werde hier das Kabel anlöten.
So, das war's im Prinzip schon. So. Was auch noch wichtig ist, einmal kontrollieren, ob die Beleuchtung funktioniert. So, habe ich hier ein kleines Testgerät. So. Schließen wir jetzt ganz einfach mal das Kabel an. So, gucken wir mal. Ja, funktioniert. Warm weiß. Und das ist auch das, was ich hier einbauen möchte. So, das ist schon mal das Erste. So. Als nächstes. Jetzt muss ich gucken. Bisschen Lötzinn. So, setzen wir hier einen Lötpunkt, das reicht schon. Da löten wir im Prinzip hier von der Innenbeleuchtung nachher das schwarze Kabel an. Im nächsten Schritt geht's jetzt weiter. Jetzt setzen wir hier erst einmal, ich kürze das rote Kabel ein. Und wir löten hier den Vorwiderstand an, die 2,2K. So, der Vorwiderstand ist dran. Denke mal, das ist in Ordnung. Wir haben hier die Schrumpfschläuche draufgesetzt. Damit ist der hier erstmal soweit fertig. So, jetzt können wir im Prinzip die Lichtleiste schon mal einkleben. Was ich mache ist, das ist ja nur alles Metall. Und ich möchte einfach nur sicher gehen, also die Blechwagen, das heißt nicht umsonst Blechwagen, ne? Dass wir hier keine unliebsamen Überraschungen erleben. Also klebe ich hier unter das Dach Isolierband ein. Okidoki, so, der klebt. Was ich nochmal machen ist, kleiner Test, bevor wir es dann endgültig verbauen alles. Hätte ich vielleicht eben machen sollen, bevor es eingeklebt ist, aber gut, sei es drum. Ne, umgekehrt. So, da kommt R dran, so, dann haben wir hier noch Minus. Man kann es erkennen, ne? Funktioniert gut. So,
So, das Dach kommt ja nachher so drauf. Na? Jetzt machen wir noch als nächstes den Pufferspeicher fertig. So, damit ist der Pufferspeicher im Prinzip fertig. Wir können jetzt im Prinzip eines machen. Er wird später hier irgendwo im Wagen platziert. Ich klebe ihn jetzt noch nicht fest, weil ja dann auch noch die Inneneinrichtung reinkommt. Und dazu wird er jetzt im Prinzip nur, ich sag mal, vorbereitet. Wir können ihn dann aber schon mal zumindest hier einlöten. Gut. So, dann haben wir den schon mal dran. Wie gesagt, der Pufferspeicher wird später noch im Waggon fixiert. Jetzt gucken wir erst einmal hier das Massekabel. Masseverbindung sitzt auch. Im Prinzip sind wir jetzt schon fast fertig. Hier können wir jetzt erst einmal so einmal noch mal kontrollieren. Minus auf Minus, Plus auf Plus. Den schmeißen wir jetzt erstmal so locker hier rein. So, den Vogel hier schieben wir jetzt. Ah, Moment. Ganz langsam und ganz ruhig. Wir entfernen erst einmal eine Achse. Zumal wir ja die Stromzuführung noch montieren müssen. So, das mache ich jetzt mal als. Ja, mal gucken. Eigentlich kann ich jetzt das Kabel erstmal durchführen. So. Mal gucken, dass ich den jetzt hier auch kriege, den Vogel. Jawohl, so. Den erstmal durchgeführt. So. Jetzt nehmen wir die Stromzuführung. Mal gucken, wie lang wir das Kabel machen. Ein bisschen Spiel sollte er haben. So, ich würde mal sagen, wir schneiden den hier ab.
Okay. Der sitzt schon mal. So, jetzt können wir den einfach wieder ein Stück zurückziehen. Mal gucken, dass er sich hier nicht verhakt. Würde auch sagen, den legen wir dann hier unter dem Blech entlang. Dass es hier keine fiese Patenten gibt. So. Gut. Dann setzen wir jetzt wieder die Achse drauf. Nehmen den Schleifer. Der gehört übrigens mit zum Lieferumfang bei der Stromzuführung 7198. Also, warum nicht gleich so? Okay. Schleifer ist runter. Kabel ist angelötet. Mal gucken, sollte jetzt eigentlich klappen. So, jetzt machen wir einfach Deckel drauf. Wir sollten schon darauf achten, dass die Kabel möglichst nicht eingeklemmt werden. Gut, dann geht es jetzt zum Testen auf die Anlage. Bis gleich. So, und hier steht der gute Postwagen auf der Anlage. Und dann wollen wir mal Spannung drauf geben. Ja, sieht doch schon gut aus. Schön warm weiß. Flackerfrei. Dank des Pufferspeichers. Habe ich ja bei allen Wagen übrigens eingebaut. Ja. Und gleichzeitig kommt jetzt ins Bild. Ich wende jetzt ein bisschen mal die Kamera. Und dann könnt ihr das sehen. Ihr hört es schon. Ah, das Signal spinnt mal wieder, sei es drum. Hier kommt die 216 mit den Blechsilberlingen beleuchtet. Und ihr seht, kaltweiß. Ich finde, die passen. Kaltweiß passt zu den Silberlingen. Die waren meines Wissens sowieso kaltweiß seinerzeit, die Beleuchtung. Also jetzt beim Vorbild. Ja. Okay. Und dann werden wir mal den Postwagen jetzt nochmal an den Zug mit anhängen und lassen ihn ein paar Runden mitlaufen. Ja, und da kommt der Eilzug mit Silberlingen und dem besagten Postwagen. Alles beleuchtet. Das hat das Ganze super aufgewertet, meiner Meinung nach. Ja, Freunde, damit bin ich zumindest was die Beleuchtung angeht, am Ende angelangt. Aber ganz abgeschlossen ist es noch nicht. Ich warte jetzt noch auf die Inneneinrichtung. Und wenn die angeliefert ist, dann zeige ich euch den Wagen mit seiner kompletten Inneneinrichtung und Innenbeleuchtung. Und ich finde, das wird das Ganze nochmal deutlich aufwerten. Meine Meinung. So, okay, so lange warten wir jetzt erst einmal noch und dann melde ich mich wieder. Bis dahin erst einmal. Ja, und wieder zurück. Jetzt geht es weiter mit meinem Blechpostwagen.
Dazu habe ich über die Bucht hier bei WK Modellbau, keine Sorge, ich habe dafür bezahlt, ich kriege kein Geld dafür, also darf ich das hier ruhig benennen, habe ich mir die passende Inneneinrichtung bestellt. So, die besteht aus insgesamt 6 Teilen und die ist so konstruiert, dass man sie eben in die Blechwagen einbringen kann, ohne dass der Wagen selber komplett demontiert werden muss. Und das ist natürlich eine Sache, die äußerst reizvoll ist. Ja, und dann werden wir uns jetzt mal den Wagen holen und mal anfangen, das Ganze einzupassen. Bis gleich. Okay, hier haben wir den Wagen. Wie gesagt, Beleuchtung hatte ich ja bereits eingebaut. Auch entsprechend mit Pufferspeicher und ihr habt auch schon gesehen, dass es funktioniert hat. So, und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das hier so alles eingebaut bekommen, dass wir hier keine größeren Probleme haben. Aber ich erwarte eigentlich keine größeren Probleme. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. So, das ist die Inneneinrichtung. Die holen wir jetzt erstmal hier raus. Ja, es macht einen guten Eindruck, sauber gearbeitet und auf der Rückseite zu erkennen, durchnummeriert, ne? Bis von 1 bis 6. So. Ist schon toll, was heutzutage mit 3D-Druck möglich ist. Also bin immer wieder begeistert, was da geht. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir das irgendwie hinkriegen. 4, 5, 6, die kommen erst als nächstes dran. So, hier haben wir jetzt 1, 2 und 3. So, und jetzt hieß es, mal gucken, Schiebetür nach rechts, ja. So, jetzt mal gucken, das wird jetzt vielleicht ein bisschen fummelig, aber man hat es ja gesehen, es ist nicht unmöglich. So, ha. So, das schieben wir jetzt ein bisschen durch. Jetzt muss ich nur gucken mit dem Kabel, weil da ist ja schon das Kabel eingebaut. Es kann sein, mal schauen, ich lege das jetzt erstmal hier vor. Vorsichtig drauf. Drücke das mal vorsichtig runter, ohne dass wir das Kabel zu sehr straffen. Vielleicht geht es auch irgendwie so. Ja, doch, das geht sogar so. So, dann kommt Nummer 3. Also der Trick ist, dass man erst die äußeren Teile einlegt. Von jeder Wagenhälfte. Ich vergaß zu erwähnen, die alten Blechwagen ohne Inneneinrichtung sind mit einer Metallwand getrennt. So, und seht ihr schon, haben wir den falsch rum drin. Vielleicht hätte man das vorher mal trocken üben sollen. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Das werde ich jetzt doch auch nochmal machen. So, holen wir nochmal raus. Ist ja kein Problem. Üben wir mal trocken. So, hier haben wir die 1, oder so rum für euch. Die 1, dann haben wir hier Nummer 2. Die haben hier so einfache Verschlüsse, die werden hier einfach nur zusammengedrückt. So, und so sieht das Ganze dann fertig aus. So, das gleiche mit 4, 5 und 6. Hier haben wir die 4. Und die 5 und last but not least Nummer 6. So. So sieht das dann aus, wenn es richtig zusammengesetzt ist. Und man kann dann, wenn man das möchte, das werde ich wahrscheinlich auch machen,
Das Ganze dann mit doppelseitigem Klebeband fixieren. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. So. Die Anleitung sagt, wir fangen mit den äußeren Teilen an. Sprich also erst einmal Nummer 1 einlegen. So, hier müssen wir ein bisschen rüberschieben. Ich sagte schon, da ist ja das Kabel, aber wir üben hier keinen Druck drauf und da kommt auch kein Kleber drauf. Es sollte funktionieren. So, dann haben wir hier Nummer 3. Den schieben wir hier hin. Und Nummer 2 kommt hier in die Mitte. So. Wird jetzt einfach zusammengedrückt. Dann säße das so jetzt schon mal da drin. So, das gleiche. Können wir auf der anderen Seite genauso machen. Erst Nummer 4. Mal gucken, dass wir es vernünftig reinkriegen. So, Nummer 4. Dann kommt die Nummer 6 an der Seite. So, und hier in die Mitte kommt dann die Nummer 5. So. So sieht das dann schon mal aus. Dann haben wir hier noch den Pufferspeicher. Ja, den kann ich dann hier so einkleben oder einlegen, wie auch immer. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall, hatte ich ja gesagt, der bleibt noch. Der wird erst fixiert, wenn denn die Inneneinrichtung final eingebaut ist. Ja, so, jetzt hole ich noch doppelseitiges Klebeband und werde dann hier die Inneneinrichtung fixieren. Hier an den Seiten ist noch ein bisschen Spiel, aber das sieht man nachher nicht mehr, das spielt auch keine Rolle. Na? Gut, so, dann bis gleich erst einmal. So, die linke Seite. Die ist schon soweit fertig. Ich habe hier im mittleren Teil ein doppelseitiges Klebeband runtergetrieben und drunter geklebt. Langsam bitte. Und hier mache ich das genauso. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt mit dem Vorführeffekt klarkommen oder ob ich die Kamera doch wieder ausmachen muss und das dann so montieren muss. Wir werden es sehen. So, da schon mal fixieren. Den fixieren wir auch. So, Leute, die Inneneinrichtung sitzt. Und mit dem doppelseitigen Klebeband wackelt da auch nichts mehr. Das Kabel wird auch nicht zu sehr gepresst. Hier ist immer noch ein bisschen Spiel. Das ist gut so. Und als letztes brauchen wir jetzt eigentlich nur noch den, na, sag doch, den Kondensator fixieren. Ich will mal einmal gucken, ob ich den hier oben fixieren kann oder ob das da Probleme mit dem Dach gibt. Erstmal provisorisch, das Kabel verlege ich gleich. Ich will mal einmal schauen, ob das so funktioniert. Ja, doch, funktioniert. Das ist sehr schön. Wir können also den Kondensator, vielleicht klebe ich den auch hier in die Mitte. Mal schauen. Ja, ich muss einmal gucken, wie ich das mit dem Kabel am besten mache, dass man das nachher nicht allzu sehr sieht.
Aber okay, ein bisschen Schwund ist immer. So ist das halt. So, machen wir auch ganz einfach. Schneid ihr so einen kleinen eine Ecke raus von doppelseitigem Klebeband. Dann passen wir hier auf diese Strebe ein. So, und jetzt muss ich mal einmal gucken. Lege ich es so rum drauf. Mal schauen, wie das geht mit dem Kabel. Ja gut, das Kabel ist ein bisschen lang, aber ihr seht es, ein bisschen Spiel brauche ich schon. Na, wenn man das Dach mal abnehmen will oder muss, aus welchen Gründen auch immer. So, hier muss ich jetzt gucken. Das hat sich jetzt nur deswegen gelöst, weil hier ständig gezogen wurde. Im Normalfall ist das ja auch nicht so. So. Ach, ich klebe es so drauf. Dann wird hier nichts unnötig gebogen oder. Fixiert. So. So, und bevor ich jetzt das Dach schließe, nochmal ein abschließender Blick. Also ich muss sagen, mit der Inneneinrichtung, das gefällt mir äußerst gut. Und ja, der eine oder andere mag jetzt sagen, Mensch, die kannst du doch noch kolorieren, kannst du noch anmalen und was weiß ich. Ja, kann ich, will ich aber nicht. So wie das jetzt geliefert ist, finde ich das gut. Und jetzt werden wir mal das Dach schließen. Und dann gucken wir uns das Ganze mal bei Licht auf der Anlage an. Da ist ja noch ein Kabel zwischen. Habe ich mich zu früh gefreut? Nein, alles gut. So, dann sehen wir uns gleich auf der Anlage. So, und jetzt steht der Postwagen auf der Anlage. Und wir schalten mal das Licht ein. Ja, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennen kann, aber man sieht die Inneneinrichtung, finde ich, recht gut. Also jetzt zumindest, wenn ich hier mit meinen Augen gucke, ob die Videokamera das so einfängt, kann ich jetzt nicht sagen. Ich denke mal, man kann es erahnen oder erkennen. Aber sieht gut aus. Mir gefällt's und ja, ich bin's zufrieden. Was will man mehr? Ja, und damit kann ich sagen, das Projekt Postwagen Märklin 4047, Inneneinrichtung und Innenbeleuchtung ist abgeschlossen. Ich finde, das alte Modell hat dadurch eine deutliche Aufwertung erfahren und ich finde, das hat er sich verdient. Ich habe ihn schon seit Jahren, er hat immer gute Dienste geleistet. Lange Zeit waren meine Blechwagen im Karton verschwunden, aber ich habe sie ja vor einiger Zeit wiederentdeckt, wenn ihr euch meine anderen Videos zu diesem Thema mal angeschaut habt. Ja, was soll ich sagen? Ich bin am Ende mit meinen Ausführungen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für euer Interesse. Ich sage Tschüss, bleibt anständig, bis zum nächsten Mal. Euer Frank.